Wow. Scheiße! Scheiße! Ah. Ich muss das wieder wie bei der Katana machen. Ich glaube auch. Nur hier kannst du ja in Bullet Time das noch viel langsamer machen. Ja, das ist auch eine Idee. Aber doch, oder? Oh. Ich glaube, das liegt am Namen Max, dass man so viel labert. I see. Das war jetzt gemein, ne? Mhm. Aber da der Max unsere Videos ja auch nie guckt. Eben, deswegen wird er es nie erfahren. Weil wir haben einen Freund, der heißt Max. Und der labert einfach auch ohne Ende. Treffen. Und dann macht er halt so eine Fläche, so eine Angriffsfläche, über Dreffel des Bildschirms. Wenn du dann da drin stehst, bist du tot. Deswegen musst du... Hast du geklingelt? Deswegen musst du einfach dann... also ich hab's... Sind das, das sind doch die beiden. Sind das nicht Ib und Ob? Ja, das ist die FSK 18 Version. Jetzt geht's los, pass auf! Wo ist denn R? Bullet Time? Wo ist denn die R-Taste? Wo ist mein Fadenkreuz, Alter? Der hat aber lange gewartet jetzt. Shoot Dodge. Ja, ist ja gut. Möchte ich ja gerne. Ja. Ah, macht der Auto-Aim. Das ist ein bisschen arm. Ist er am Tanzen? Ah. Der trifft mich auch nicht. Hier gibt es auch irgendwo eine goldene Knarre, auf jeden Fall. Muss er erstmal üben hier. Ja. Okay. Wo soll ich spielen, Patrick? Ja, ich muss jetzt eh ordentlich pissen eigentlich. Mhm. Achso, muss man das dann machen, sonst geht's nicht weiter. Ja, das ist aber scheiße. Ja, Wichser, ne? Richtig harte Wand. Goldene. Ja, haben wir noch nicht gefunden. Ach, die muss man finden. Ja, ja. Dann gehe ich erstmal. Und hier ist er doch. Weißt du, weißt einfach alles schon. Ja. Wie oft hast du das schon durch? 500 Mal. Der Patrick ist. Was ist denn hier los? Ach, der Patrick! Da kommt man nach Hause. Warum bist du nackt? Und der Daniel spielt an meinem Nintendo 64. Ah, oh, jetzt hast du die Szene hier verpasst. Oh, ist das nicht GoldenEye? Also das Brezel mitgebracht, voll nice. Ja, gern geschehen. Hier ein schöner Hochflor-Teppich. Man kann nämlich hier zum Klavier gehen und dann spielt er die Titelmelodie, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Okay. Möchtest du lieber spielen? Nö, mach ruhig. Ja. Hat der Nintendo 64 auf Anhieb funktioniert oder musstest du in die Cartridge reinblasen? Ich hab reingepisst. Okay. Dann geht das besser, ne? Ja, ja. Das ist so ein Trick, den kennen aber nicht viele. Mhm. Achso,
Lass mich raten, du musst die Frau erschießen. Max Payne. Krass. Machst du das? Nee, das hat hier der Controller alleine gemacht. Man kann ja auch das Kleid runterschießen eigentlich. Ja? Ja. Woher hast du das alles? Hab ich mir ausgedacht gerade. Hast du noch die Nintendo and Friends abonniert? Ja. Bin auch noch im Nintendo Club. Das war doch das irgendein beste Spiel des Jahres aus irgendeinem Jahr. Max Payne? Ja. Hab ich gehört mal. Ja, war das vielleicht 2012? 2012, könnte sein. Ja. Muss man den Marvin mal fragen. Ja. Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres. 2012. Ich habe gehört, das hat damals zum Release 70 Eu gekostet. 70 Eu! Und ich sagte es, kauf es dir nun. Nur 70 Eu. Boah, das ist hart. Ich hab ihn nur... Ja, erlöst ich von seinem Leid. Das finde ich echt in Ordnung. Ich hab ihm nur geholfen. Ja, aktive Sterbehilfe. Warum schießt du immer auf die Hoden? Du bist echt ein Sadist, ey. Ja, ich hab mal so ein Robocop-Video gesehen. Ja. Ich glaube, du bist gleich tot. Nee, nee. Ein Teil fehlt. Und dann? Dann hat man eine goldene Waffe. Und warum liegt die da in Teilen rum in diesem Hotel oder was ist das? Damit man was zu suchen und zu tun hat und Achievements bekommt, Patrick. Ah! Ne? Man muss die Spieler noch bei der Stange halten irgendwie. Bei der Latte? Bei der Latte. Beim harten Prängel muss man die halten? Beim harten Prängel muss man die halten? Harten Prängel. Nee, ist ja albern. Verstehe ich nicht. Wir trinken heute übrigens... Oh, jetzt habe ich die Kamera ein bisschen verschoben. Ja, jetzt sieht man uns nicht mehr. Doch, du bist voll drauf. Ich trinke nur Kaffee heute. Kaffee und Kuchen. Kalten Kaffee. Kaffee und Kuchen. Wow, was? Oh, nice. Das ist schon ein hartes Spiel. Mich wundert, dass das so... Und das? In Deutschland so, ne? Wir testen nämlich jetzt Kaffee, nur noch. Wir nennen auch den Channel um in Kaffee und Cookies. Ja. Spiele sind nur noch sekundär. Spiele sind, ganz ehrlich, sind das für Loser. Ja. Wie nehme ich denn? Weißt du, Spiele ist sowas für Leute, die das im echten Leben nicht erleben. Ja. Aber uns geht's ja einfach immer so. Ja. Ja. Wenn wir auf einer Party sind. Ja, immer wilde Schießereien. Mmm. Der kann Kaffee. Machst du das gerade ernsthaft? Mmm. Ist das doof? Also, demnächst wird ein Platz frei bei Bier und Spiele. Bewerbung könnt ihr an mich schicken. Tja, du fliegst raus, Patrick. Du fliegst raus. Keiner Bock auf dich. Ja, dann guck mal, wer die Bitches klar macht. Ja, der Max. Der Max Payne. Ah. Ja, da hinten so zwei Ketchup-Flecken. Guck mal, ist das ein Drogi? Ist ja cool, wie der die Knarre festhält. Hm. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Wow. Scheiße! Scheiße! Ah! Komm da vor um die Ecke. Der Wichser, ey. Die Animationen sind echt nice.
Also. Ja, guck mal, wenn er nachlädt, dann macht er die Pumpgun so unter den Arm. Mhm. Aber wie kann man die wechseln? Ah. Das Spiel sieht echt mal nicht nach 2012 aus. Sondern 2009. 2014. Oder? 2009. Ich finde, im letzten Jahr kamen vor allem viele Next-Gen-Konsolenspiele raus, die viel schlechter aussahen als das. Auf jeden Fall. Aber mit Abstand. Naja, der Trend ist halt jetzt eh, dass man einfach alte Spiele von der PS3 und der 360 einfach re-released, weil halt nichts Cooles rauskommt für die Next-Gen-Konsolen. Ja. Ich weiß, das wollen die richtigen Fanboys nicht wahrhaben. Nee, nee. Aber das ist eine Tatsache. Wir bezahlen auch regelmäßig wie viel Euro im Monat, nur um online mal spielen zu dürfen. Ja. Ist schon ein bisschen arm.